We shall see you soon, young man. Okay. Tja, er hat sein Leben auch wieder in den Griff gekriegt, nachdem er seinen Bruder gesehen hat, wo der geendet ist. Und der andere, ja, der ist wieder in sein altes Leben zurückgefallen, sag ich mal. So, mal gucken. Die Symbole. Alte Bekannte, keine Beute. Lang verschwundene Kunstwerke, Mr. Butler Schmuck. Leitens Revolver, Leitens Aussage, dritter Schuss. Was ist denn mit dem dritten Schuss? Dritter Schuss, zwei Opfer, ne? Würde ich sagen. Nee? Okay. Der Revolver? Auch nicht. Auswahl aufheben. So. Alte Bekannte. Wo war das jetzt hier nochmal? Da. Diebstahl, danach trennen sich doch ihre Wege. Leitdienst Aussage. Zwei Opfer. Mit den zwei Opfern vielleicht? Auch nicht. Okay. Auch nicht. Verschwundene Kunstwerke, baut der Schmuck, alles klar. Eieieiei. Leitdienst Aussage ist, wirkt sich jemand über den Tatort? Ja, ist schon klar. Zwei Opfer und keine Butler wurden erschossen in der dunklen und engen Half Moon Street aufgefunden und zwischen Great Ellis Street und dem Whitechapel Street liegt, alles klar. Nö, scheint wohl nicht. Aber warum ist jetzt hier wieder rot? Hier können wir nichts ändern an den beiden Punkten. Das Einzige, was wir ändern können, ist hier, aber das ist auch bloß eine Aussage hier. Warte mal, konnten wir da jetzt was ändern? Nö, ne? Nö. Das bleibt. Ah, komm mal her hier. Kenneth Butler. Turner konnte zu den zwei Schüssen hören, weil in Wahrheit drei Schüsse abgefeuert wurden. Genau, wir haben gesagt, drei Schüsse. Ist schon richtig. Und bei McCordy sind bei einem Schusswechsel mit ihm gekommen. Ist auch schwer zu sagen, ob du jetzt ausgewählt hast oder nicht, ne? Okay, gehen wir mal zurück. Schauen wir mal hier rein. In der Aufgaben. Finden Sie heraus, wer die Morde in... Ach, das andere haben wir schon alles jetzt soweit erledigt. Wer hat denn jetzt die Morde begangen? Der junge Wiggins von der Spiel... Ach ja, ja, gut, das hatten wir ja schon gelesen. Was haben wir denn jetzt? Haben wir irgendwas übersehen? Befragen Sie die Polizeistation. Wer die antiken Armreif. Das haben wir doch alles erledigt. Haben wir jetzt schon alle Hinweise? Können wir jetzt mal mit hier mit ihm reden? Aber ich glaube, wir haben noch nicht alles erledigt. Mr. Holmes, what is the trouble with that lad? Isn't he guilty of murder? Ist er nicht des Mordes schuldig? Nein, ist er nicht. Bloß, dann müssen wir erstmal gucken. Irgendeine Sache haben wir. Ja. Y. Keine Beute. Alte Bekannte. Zwei Opfer. So, Butler Schmuck. Dritter Schuss. Das haben wir doch schon. Zwei Opfer. Aha, guck. Was kam jetzt hier? Schusswechsel. Mal schauen. Kenneth Butler und Brian McCordy sind bei einem Schusswechsel ums Leben gekommen. Einer der Waffen konnte nicht gefunden werden. Kenneth Butler und Brian McCordy sind Opfer eines Doppelmordes geworden, der von einem einzelnen Täter begangen wurde. Von einem einzelnen? Lalalalala. Ich weiß es nicht mehr. Ein Revolver, eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Doppelmord? Nee. Okay. Ey, da wollte ich jetzt gar nicht hin. Da wollte ich doch gar nicht hin. So, jetzt haben wir wieder...
Lange verschwundene Kunstwerke, Lebensaussage, keine Beute. Zwei Opfer. Hm. Keine Beute, zwei Opfer, keine Beute. Nee. Aussage auch nicht. Alte Bekannte und Schmuck. Warum ist das da oben immer? Das ist ja. Fantasie-Man? Eigentlich nicht. Mr. Turner kommt durch zwischen bla bla bla. Nee, passiert auch nichts weiter. Okay, wir müssen mal gucken, was hier unten ist. Raubmotiv. Die Suche nach den verschwundenen hellenistischen Schätzen. Könnte das Motiv für das Verbrechen in der Half Moon Street sein? Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch. Immer. Ja, wo ist der Ring? Wer hat den Ring? So, lang verschwundene Kunstwerke, dritter Schuss, alte Bekannte. Lange verschwundene Kunstwerke. Alte Bekannte. Beugt sich jemand über... Nee, okay. Hier ist ein alter Bekannter. Auch nicht. Auch nicht. Und auch nicht. Nö, nö. Auswahl aufheben. Was haben wir denn jetzt? Irgendwas noch übersehen? Eigentlich haben wir doch alle Hinweise. Fantasie-Man, wir können hier nichts weiter machen. Turner-Unterschied zwischen... Drei Schüsse. Ja, es sind drei Schüsse. Aber das ist immer noch rot. Ist immer noch rot. Wir können da nichts machen. So, hier Schusswechsel. So, Kelly Butler und Brian Facotti sind Opfer eines Doppelmordes geworden. Der von einem einzelnen Täter, würde ich ja sagen, ne? Aber irgendwas fehlt uns hier noch. Hier unten können wir nichts weiter auswählen, als sind da bloß die Zeugenaussagen und so. Nö. Hm. Warte mal, bestätigen, ja. Oder beenden. Keine Beute, dritter Schuss. Lang verschwundene Kunstwerke. Aber wir haben doch schon weit alles. Finden Sie heraus, wer die Morde in der Half Moon Street verübt hat. Hm. Wer? Aber ich glaube, wenn wir jetzt mit ihm nochmal reden, da wird nichts weiter rauskommen, denke ich mal. Okay, 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 okay. Hm. Beweisraum, ja, nee. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo wir jetzt nochmal hin könnten. Pfandhaus? Half Moon Street? Ob der andere damit was zu tun hat? Der sogenannte Zeuge? Kann ich mir nicht vorstellen. Na gut, gehen wir nochmal rein. So. Ach, jetzt kommt wieder hier so eine Sequenz, okay. Wiggins, my lad, what are you doing here? You'd best be leaving and be quick about it. I've done nothing wrong. You'd learn more by watching Mr. Holmes. He knows exactly what he's doing. Not like you. Oi, watch your tongue. Oh, da steckt der Polizist damit drinne? It would be my pleasure to assist you with your investigation, Mr. Holmes. Oder auch nicht. Hier wurde aber noch eine erschossen. Da ist er, alles klar. I'll do anything to save my brother, Mr. Holmes. Und der andere sitzt doch bestimmt immer noch da oben. Aber ich glaube, da gibt es auch nichts Neues. Er hat nur die Gelegenheit genutzt. Die Gelegenheit am Schopfe gefasst. Um sich ein bisschen zu bereichern. I wish this crime had never happened, Mr. Holmes. Ja.
Küchentisch haben wir schon untersucht, brauchen wir nichts weiter. Wir gehen nochmal zu der Marktfrau oder zu der... Aber sie, ich denke mal, die hat auch nichts Neues. Wir haben auch keine Aufgaben im Inventar, sag ich mal, oder im Buch. Wo, was sagt ihr, wir sollen das und das machen? Eieieiei. I suppose that I shall have to move my stall now. So, ja, was. Da geht's bloß wieder raus. Weiterreise, ne? Ich sag ja, Pfandhaus. Ich muss gleich niesen. Und die Herleitung. Eieiei. Man kann sie ja auch nicht... R wie Hilfe. Also L und R. Wenn Sie zwei Hinweise finden, die miteinander in Verbindung stehen, entsteht daraus eine Herleitung. Rote Farbe zeigt an, dass die jeweiligen Hinweise nicht zusammenpassen. Ja, ich würde es ja gerne lösen. Aber ich kann es nicht lösen. Hilfe durchsuchen, ja, ist das schön gut. Ich mache jetzt mal die Maus hier, so. Wir können hier, die können wir nur verändern, von da nach da. Ja, wir konnten nicht gefunden werden. Sind bei einem Flusswerk ums Leben gekommen, ja, also sie hatten eh eine Revolver, eine der Waffen konnte nicht gefunden werden. Geht nach unten weg. Da fehlt trotzdem noch. Da muss noch was fehlen. Weil in Wahrheit drei Schüsse gefeuert wurden. Zuerst ein einzelner und direkt danach zwei gleichzeitige Schüsse. Ja, das haben wir ja eigentlich schon. Ist das schon richtig, ne? Also einer schießt und dann haben beide nochmal geschossen. Ein Schuss ging vorbei. Hören, weil diese an verschiedenen Punkten der Half Moon Street abgegeben wurden. Nein. Das wäre ja auch falsch. Ne, ich denke mal schon, dass die mit gleichzeitigen Schüsse, da können wir nichts. Aber warum? Wir können ja auch nichts lösen, ne? Ne, wir können ja nichts. Rote Farbe zeigt an, dass sich Herleitungen widersprechen. Solche Konflikte können sie lösen, indem sie die entsprechende alternative Herleitung auswählen oder zu bis dahin neuen Herleitung gelangen. Wie jetzt? Hä? Habe ich jetzt irgendwie... Ja. Können Sie lösen, indem Sie die entsprechenden alternativen Herleitungen auswählen oder zu bis dahin neuen Herleitung gelangen. Komisch, ne? Also ist ja die, sind die Herleitungen hier ja auch falsch oder was? Aber wir können da nichts machen. Wir können nur bestätigen. Mehr auch nicht, oder? Ne. Notizbuch. Bringt uns aber auch nicht weiter. Da haben wir schon... Oh ne, ich wollte hier. Die Aussagen. Brian Bercottis Brief. Hallo, kennen wir das mal an Dreckmann. Vor dem Feuerwerk, ja. Könnten wir die ganzen Aussagen nochmal durchlesen? Alter Falter. Ja. Eine Person fehlt uns noch. Bloß welche Person? Welche Person? Jetzt sind wir wieder bei der Gaststätte. Hätte man gesagt, Gaststätte hört sogar. Bei der Kneipe, bei der Pinte.
Aber mit hier können wir mit keinem reden. Haben vielleicht doch noch was vergessen, aber eigentlich, dann würde er ja sagen, hier, guck, da musst du noch mal hin oder schauen. So, dann ist bloß wieder kein Hinweis hier. Crampons and a sharp ice axe. Gut. Hey, hier. Hm. Wir haben ja auch keine Hinweise, oder haben wir irgendwas übersehen? Nee. Und damit gucken bringt ja auch nichts, ne? Nee. Hm. Da haben wir schon Theke, haben wir schon untersucht, da ist auch nichts weiter. Da war der Brief drinnen, da war das Geschäftsbuch. Aber steht nichts drin, ne? Nee, ist auch nix. Hm. Länger gucken? Eigentlich nicht, ne? Eigentlich nicht, ne, ne. Nee, hier ist nix. Jetzt steht der Terra mal wieder auf dem Schlauch. Na toll. Wir haben doch alles abgesucht. Das fühlte sich erst so schön an. Oh ja, wir wären fertig hier mit dem Fall. Da fühlte sich an, als wenn er leicht geht. Und dann auf einmal, ja, doch nicht. So. Das Regal, das hatten wir auch schon untersucht. Da war die Leuchtpistole. A flare pistol. Perhaps it was pawned by a destitute sailor. Ja. Aber wir haben hier nichts, was irgendwie drauf hinweist. Hm. Du bin ich mal ein bisschen überfragt, wa? Herleitung. Er sagte mal, wie sollen die Herleitung öffnen? Alte, bekannte, lange verschwundene Kunstwerke. Aber das... Aussage. Leidens... Aussage... Dritter Schuss. Oh, hier, dritter Schuss. Guck. Verschwundener Mann. Lightning Chapmans Aussage über den verschwundenen Mann im Jacket in der Half Moon Street erscheint jetzt nachvollziehbar. Drei Schüsse am Tatort beweisen, dass es eine zweite Waffe geben muss, die jedoch fehlt. Hm? Na, gibt's noch was? Verschwundener Mann. Ey, falsche Taste wieder gedrückt. So, alte Bekannte, keine Beute. Leute ins Aussage nochmal. Beugt sich jemand über eine Leiche? Auswählen, Auswahl aufheben. Okay. Kunstwerke. Aber da hatten wir, glaube ich, auch schon alles durch, ja. Keine Beute? Uh-huh. Da unten. Raubmotiv. Die Suche nach dem verschwundenen Hellenistischen Schätzen könnte das Motiv für das Verbrechen in der Half Moon Street sein. Mr. Turner hat den Armreif nach der Tat mitgenommen, aber der Ring fehlt noch immer und persönliches Motiv für das brutale Verbrechen, das Lightning Chapman in der Half Moon Street vermutlich begangen hat, könnte es ein persönliches Motiv geben. Ein persönliches Motiv? Na, ich weiß nicht. Nee. Ah, da kommen wir der Sache schon mal wieder näher. Okay. Nochmal Leitlins Aussage. Von einem Licht geblendet. Hä? Mehr haben wir doch nicht hier. Hallo? Dann müssen wir vielleicht nochmal die... Hier, irgendwas. Verschwundener Mann. Ja, bloß bla bla bla. Gleichzeitige Schüsse. Der Fantasiemann, der taucht vielleicht nicht hin. Hm. Das wird auch bloß rot, wenn wir das hier machen. Das wird auch nur rot. Nee, oh, blau. Alter.
Doppelmord. Was haben wir jetzt ausgewählt? Kenneth Butler und Brian Vector sind Opfer von einem Doppelmord, von einzelnen Täter begangen wurde. Genau, Doppelmord. Alles klar. Also ein Raubmord. Alles klar, so. Wright Chapman hat einen Doppelmord in der Half Moon Street begangen. Sein Motiv war der Diebstahl von antiken und kostbaren Schmuckstücken. Das letzte Stück der fünf Widder von Mytilini. Ein Ring ist weiterhin verschwunden. So, Gnade für Chapman. Wright Chapman ist kein kaltblütiger Mörder, sondern lediglich ein junger, törichter und leicht zu beeindruckender Mann. Sein jüngerer Bruder Wiggins hat niemanden außer ihm. Wright wird eine milde Strafe erhalten. Oder keine Gnade. Wright Chapman mag zwar jung sein, aber er ist jetzt schon ein ruchloser Mörder, der nur wegen kostbarer Schmuckstücke getötet hat. Er gehört lebenslänglich hinter Gitter. Na klar. So, er gehört hinter Gitter. Tut mir leid, Wiggins. Wir drücken X. Zack. Moralische Entscheidung bestätigen? Ja. Da hätten wir den Fall ja abgeschlossen. Keine Gnade, haben wir gesagt. Nee, wer zwei Menschen umbringt, nur wegen Schmuck oder so. So, Mr. Chapman, you committed a murder with only one purpose. To obtain a set of valuable antiques. What? No, that's nonsense. The only question that remains. Where is the missing ring? I don't know. I didn't do it. You are a clever one. Do you think that this secret will spare you the gallows? Or prison for life? Mr. Holmes, but you promised to save him. So, Leighton Chapman ist ein ruchloser Mörder, der nur wegen kostbarer Schmuckstücke getötet hat. Sie haben sich entschieden, dass er für dieses Verbrechen hart bestraft wird, mit einer lebenslangen Haft. Tja, gefundene Hinweise 12, Schlussfolgerung, Raubmord, Entscheidung, keine Gnade für Chapman. So, halten, um Entscheidung zu überprüfen. Achtung, Spoilergefahr, anderes Ende auswählen, Entscheidung bestätigen. Nein, wir bestätigen jetzt die Entscheidung. Nö, ja. A wie Anton. Achtung, Sie sind gerade dabei, den Fall abzuschließen. Dabei werden die Spielstände für diesen Fall gelöscht. Mit Nein können Sie eine andere moralische Entscheidung fällen. Mit Ja bestätigen Sie Ihre momentane Entscheidung und beginnen ein neues Kapitel. Ja. Schüsse bei Mondlicht. Ihre Einstufung. Persönlichkeitseinstufung. Sehr mitfühlend. Aha. Fallstatistik. Spieler mit derselben Lösung. Spieler mit der moralischen Entscheidung. Mit derselben. Kann natürlich nicht angezeigt werden, weil wir ja im Offline-Modus machen. Fortfahren. Ich glaube, das war jetzt der letzte Fall. Oder? Ist das ein neuer Fall? Ah, ich denke, das ist das Ende. Jo. Werden nochmal die ganzen Progatonisten, oder wie das heißt hier, nochmal aufgeführt. Alles klar, das ist denn wohl das Ende des Games. Werden die ganzen Fälle nochmal so ein bisschen kurz angedeutet. Das war jetzt der einzigste Fall, ne? Der letzte, wo wir gesagt haben, die moralische Entscheidung, er ist schuldig. Da haben wir diesmal keine Gnade walten lassen. Wir haben auch keine dritte Person gefunden. Also jetzt hier einen anderen Täter finden können. Also muss er es ja nur gewesen sein, ne? Laut Beweise. Ja. Ich muss sagen, mein Fazit vom Spiel, ja, ist schon schön. Man muss doch mal so ein bisschen sein Köpfchen anstrengen. Man kann natürlich, wie wir es auch ab und zu mal gemacht haben, bei den Schlussfolgerungen alles durchklicken, wenn man irgendwie auf dem Schlauch steht. Aber man kann auch selber mal überlegen und sagen, ja, hier oder hier, um dann auf die Lösung zu kommen. Schade ist nur, dass das Ganze jetzt so auf Englisch war. Dass man hier viel lesen musste bei den ganzen Dialogen.
aber hat so an sich nicht so das, Spiel getrübt, sag ich mal. Ich denke mal, ich habe da gesehen, da gibt es glaube ich auch noch einen zweiten Teil. Irgendwie mit Sherlock Holmes und seine Tochter oder irgendwie sowas hieß das. Keine Ahnung. Und ich denke, das ist auf Deutsch. Weiß ich aber nicht. Also wenn wir das, wenn ihr das möchtet, könnte ich das ja auch mir holen, das Spiel. Und dann können wir das ja vielleicht auch gemeinsam spielen. Vielleicht sogar im Livestream. Schreibt das einfach mal in die Kommentare. Dann machen wir das vielleicht als Livestream. Ne? Ob wir das denn beim nächsten Spiel oder im nächsten Teil, den es gibt wohl, ja, dass ich mir den dann hole und den wir dann gemeinsam im Livestream lösen. Ja, schreibt es einfach mal rein, ansonsten gucken wir mal, was passiert. So, hier, was ist nun? Videosequenz, sind wir fertig, ist jetzt Schluss. Hm? Okay, passiert nichts weiter, wir können es beenden, glaube ich, oder? Ja, dann danke ich euch fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für die Treue. Und dann wünsche ich euch noch eine schöne Zeit. Und dann lassen wir uns mal überraschen, was als nächstes kommt, ne? Gut, ich glaube, das war's. Beenden. Pause, Hauptmenü, Option. Hauptmenü. Beenden wir das Ganze, oder? Warte mal. Aber fortfahren? Ne, passiert nichts weiter. Ich denke mal, wir können es hier beenden. Ja, wie gesagt, danke fürs Einschalten, fürs Zuschauen, für eure Treue, dass ihr durchgehalten habt. Ja, und wenn es euch gefallen hat, lasst ein Like da. Abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Empfehlt mich gerne weiter, wenn ihr möchtet. Und über eine kleine Spende würde ich mich natürlich auch freuen. Den Spendenlink findet ihr immer unter den Videos in der Videobeschreibung. Ja, und dann sage ich mal, bis zum nächsten Mal. Euer Terra. Bye, bye.